Nachdem ich dir vor wenigen Wochen den Bluetooth-Lautsprecher Libratone 2 vorgestellt habe, präsentiere ich dir heute mit dem Libratone One Click und One Style gleich zwei weitere Lautsprecher der dänischen Lautsprecherschmiede. Dabei schauen wir uns zu Beginn den Lieferumfang an, beleuchten die technischen Daten, werden natürlich auf den Sound eingehen und zwei Musiksamples abspielen. Ich bin Christian, du bist bei TechLoop und nach einem ganz kurzen Intro geht's auch schon los. Nicht anders zu erwarten sind sich die Verpackungen des OneClick und OneStyle sehr ähnlich. Auf der Vorderseite gibt es eine Produktabbildung und auf der Rückseite sind wieder einige Features vermerkt. So sind auch diese Speaker spritzwassergeschützt, besitzen eine angegebene Akkulaufzeit von 12 Stunden und 360 Grad Sound. Neben einer kleinen, bebilderten Anleitung befindet sich noch ein USB auf Micro-USB-Kabel im Lieferumfang. Damit erfolgt natürlich das Laden der Lautsprecher. Beim One-Click befindet sich zudem noch etwas Zubehör im Karton, auf den ich gleich noch genauer eingehen werde. Das Aussehen der beiden Lautsprecher ist recht identisch. Rechteckig, abgerundete Ecken und mit einem Henkel versehen. Doch wo sich beide auf den ersten Blick gleichen, gibt's bereits den größten und meines Wissens auch einzigen Unterschied. Den OneClick würde ich gerne als die flexiblere Variante bezeichnen, da sich bei diesem Modell die Trageschlaufe abnehmen und individuell platzieren lässt. Zudem ist die Möglichkeit gegeben, über eine zweite, etwas größere Schlaufe die Anbringungs- und Tragemöglichkeiten zu individualisieren. Um diese umzusetzen, musst du lediglich den Silikonrahmen abstreifen, an entsprechenden Stellen die Platzhalter herausnehmen und dort die Schlaufen einsetzen. Durch die im Gegensatz zum OneStyle etwas hervorstehenden Buckel sieht der OneClick etwas kräftiger und dynamischer aus. Der Silikonrahmen ist übrigens bei beiden Modellen abnehmbar und durch einen Metallstreifen im Innern stabilisiert. So fühlt sich dieser nicht nur wertig an, je nach eigenem Geschmack lassen sich so verschiedene Farbkombinationen umsetzen. Auf beiden Seiten der Gehäuse sind die eigentlichen Speaker mit einem wasserabweisenden Stoff überzogen. Oben rechts ist dann jeweils die Multifunktions-Touchfläche und auf der rückwärtigen Seite ein Silikonstreifen mit integriertem Ein- und Ausschalter, einem Micro-USB-Anschluss, natürlich zum Laden gedacht, sowie einer 3,5 mm Klinkenbuchse. Über die Klinkenbuchse besteht für euch die Möglichkeit, externe, nicht Bluetooth-fähige Geräte mit den Lautsprechern zu verbinden, um so eure Musik auf Freunde oder Familie loszulassen. Mittels des Micro-USB-Anschlusses werden OneClick und OneStyle natürlich geladen. OneClick und OneStyle sind jeweils mit einem 3 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner und Passivtreiber versehen und bringen den Sound in 360 Grad in deine Räumlichkeiten. Die Abmessungen betragen 20,5 cm in der Höhe, 12 cm in der Breite und 4,1 cm in der Dicke. Das Gewicht liegt bei beiden Lautsprechern bei rund 950 Gramm. Verfügbar sind beide Modelle in den Farben Grün, Rot, Grau und Schwarz und dann zu Preisen ab 179 Euro für den OneStyle und 199 Euro für den OneClick. Ihr solltet aber auch ab und an die Augen offen halten, da teilweise Rabatte von über 25% möglich sind. Durch das Drücken des Power-Buttons erwachen beide Lautsprecher zum Leben und sollten sie zuvor noch nicht gekoppelt worden sein, so leuchten pulsierende Punkte auf den Multifunktionsflächen der Lautsprecher auf. Möchtet ihr hingegen die Lautsprecher mit einem neuen Device verbinden, so haltet die Touchfläche für rund 3 Sekunden gedrückt, bis wiederum die pulsierenden Punkte erscheinen. Über das Bluetooth-Menü deines Gerätes, zum Beispiel deines Smartphones, kannst du nun OneClick oder OneStyle auswählen. Die Touchfläche ist eure zentrale Bedieneinheit, worüber ihr nicht nur Geräte koppeln, sondern auch Lieder pausieren oder abspielen sowie die Lautstärke erhöhen oder auch verringern könnt. Zum Abspielen oder Pausieren drückt einmal kurz auf die Bedieneinheit, zum Erhöhen der Lautstärke führt eine kreisrunde Bewegung auf der Oberfläche aus. Für jeden, der einen oder vielleicht auch beide seinen eigenen darf, sollte sich auf jeden Fall die Libratone App für Android oder iOS herunterladen. Darüber wird es dir möglich sein, die Speaker noch smarter zu nutzen. Hier besteht nicht nur die Möglichkeit, grundlegende Dinge wie Lautstärke oder Titelwahl zu steuern, du hast auch die Möglichkeit, Favoriten für Internetradiosender zu bestimmen, das Klangbild zu ändern oder zwei Libratone One Lautsprecher in einen Verbund zu nehmen. Weiterhin werden dir Akkustatus, Firmware-Version und Seriennummer deines Lautsprechers angezeigt. Mittels der OnePlus-Funktion besteht für dich die Möglichkeit, zwei Lautsprecher simultan zu nutzen. Dazu bewegst du dich einfach auf den entsprechenden Punkt, klickst auf Weiter und aktivierst den Setup-Modus auf dem zweiten zu koppelnden Lautsprecher. Um den Setup-Modus starten zu können, hältst du einfach etwas länger die Nachtigall gedrückt. Anschließend erfolgt die Musikwiedergabe aus beiden Lautsprechern. Auch bei OneClick und OneStyle ist die Möglichkeit gegeben, die Lautsprecher als Freisprecheinrichtung zu nutzen. Bei einem eingehenden Anruf könnt ihr selbigen über einen Touch auf die Nachtigall annehmen oder beenden, womit auch gleichzeitig die Musikwiedergabe gestoppt oder auch wieder gestartet wird. Auch bei diesen Lautsprechern konnte ich während des Telefonierens keine Störgeräusche oder Echos feststellen.
Wer sich einen Lautsprecher für 179 bzw. 199 Euro kauft, hat natürlich nicht nur Ansprüche an Design, Verarbeitung und Funktionen, sondern möchte auch einen entsprechenden Klang genießen. Da beide Lautsprecher im Inneren identisch aufgebaut sind, feuert jeweils ein Hochtöner zu einer Seite heraus, der 3 Zoll Tieftöner sitzt im unteren Bereich und bringt die Bässe über Passivtreiber nach außen. Bei diesen Libratone-Speakern ist es so, dass Höhen klar und deutlich an den Nutzer gerichtet werden und die Membran in keinem Lautstärkebereich an ihre Grenzen kommt. Sowohl bei niedrigen als auch hohen Lautstärken wirken sie souverän. Die Mitten waren für mich in einigen Musikgenres etwas zu präsent, was den Gesamteindruck aber keinesfalls getrübt hätte. Im Vergleich mit dem kleineren Libratone 2 Lautsprecher kommt aus beiden One-Speakern deutlich mehr Bass und Volumen zum Vorschein, was sich insbesondere beim Song Imitation of Life von Gregory Porter bemerkbar gemacht hat. Sowohl mit trockenen, kurzen als auch mit punchigen Bässen kommen One-Click und One-Style gut zurecht. Vor allem, wenn ihr die Lautsprecher im Stehen nutzt, kommt der 360-Grad-Sound zur Geltung. Legt ihr sie hin, können je nach Beschaffenheit des Untergrundes die Basseigenschaften nochmals verstärkt werden. An dieser Stelle gibt es nun einen rund einminütigen Soundtest des Libratone One Click und One Style. Zum Abschluss möchte ich auch hier wieder auf die Akkulaufzeit zu sprechen kommen. Die durch Libratone veranschlagten 12 Stunden neigen zu einer starken Untertreibung, denn während meines Testzeitraumes waren immer mehr als 20 Stunden, im Bestfall sogar 24 Stunden Laufzeit möglich. In dieser Hinsicht sind diese Teile einfach nur spitze. Was auch bei den Libratone One Click und One Style nicht funktioniert, ist die Möglichkeit, über die Touchfläche an den Lautsprechern einen Titel vor- oder zurückzugehen. Wenn ich mir nun die Eigenschaften, das Design, die Verarbeitung und vor allem den Sound in Relation zum veranschlagten Preis von 179 bzw. 199 Euro anschaue, dann gibt es von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Auch bei den Libratone One Click und One Style ist die Akkulaufzeit phänomenal gut, die Höhen werden sehr präzise und klar dargestellt und die Lautsprecher kommen sowohl mit kurzen trockenen als auch voluminösen Bässen sehr gut klar. Insgesamt empfand ich das Klangbild als sehr warm und ausgewogen. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Testes des Libratone One Click und auch One Style und bedanke mich auch in diesem Fall wieder fürs Zuschauen und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in den zukünftigen Videos wiedersehen würden. Bis dahin, macht's gut und ciao!